Miami Beach in Florida. Das ist das Disneyland für Erwachsene und der Spielplatz der Reichen und Schönen. Hier wird Körperkult gelebt und nur zwei Dinge sind wirklich wichtig. Aber die hat man hier sowieso. Geld und Aussehen. Und ist der sonnengebräunte Körper dann erst einmal in die richtige Form gebracht, fehlt nur noch eins. Das richtige Tattoo. Auch Tamer Hanken hat sich zu dem Thema ein paar Gedanken gemacht. Anton, ja? Traust du dich? Ich finde, dir wird gut eine Frikadelle stehen. Eine Frikadelle? Du, wir gucken uns Bilder an. Vielleicht haben wir ja aus friesische Motive, Meeresrauschen und so. Ich weiß es nicht. Ich hab's noch nie gemacht. Das Miami Tattoo Studio betritt der Ostfriese ohne Furcht und voller Zuversicht. Es ist eines der besten Tattoo Studios der Welt. Lehrling Anton überlegt noch, ob er nicht vielleicht besser im Hotel geblieben wäre. Aber es gibt kein Zurück. Und warum nicht ein kleines Andenken aus Florida? Wenn man sich ein Tattoo stechen lässt, dann hier. Hello. I have a little idea. Eyes from the horse. Eyes from the horse, okay. Zum Beispiel. Okay. Ja, das muss gut sein. Detail. Where did you want to... Wo möchtest du das Tattoo haben? Hier oder hier. Okay. Aber das schaut hier. Da kann ich ja gar nicht hin. Hier irgendwo. Okay. No problem. Der Tattoo-Künstler schlägt Tamer verschiedene Motive mit Pferdeaugen vor. Ja, du sollst ruhig mal, was ist so gut zu machen? Er soll mal gucken. Because I like the wrinkles here. Ja, ist doch ein schönes Auge. Das sieht gut aus, das habe ich eben seitenverkehrt bei mir. Hier, auch ein schönes Auge. Hier. One second. Von Typ. Ja, das ist ja ein Adel. Sonst hat er ja die Augen so wie ich mit diesem. Und Karl Doll. Na, den Karl Doll, ich habe sein Auge auf dem Rücken. Nee, Kali habe ich nicht so gemeint, ne? Das ist ein schönes Auge. So, hier sehen wir, dass der hat so ein bisschen ein angeschwollenes Lid. Das Auge kommt so ein bisschen rüber, das ist so ein Schlupfauge, das ist nicht so schön. Wir wollen ja auch beim Pferd ein großes Auge haben, aber dies ist ein Auge, was lebt, was guckt, was teilnimmt. Sauber. Wonderful. Tamers Entscheidung steht. Ein drittes Auge auf der Schulter. Vermutlich ein weltweit einzigartiges Schultertattoo. Aber wozu braucht man so etwas? Meine Carmen, was denn die ist, nicht? Die hat ja den auf dem Rücken, der Flipper, nicht? Der Delfin, der segelt da ja aus dem Wasser raus und jeden Morgen, ich springe an mir vorbei, nicht? Und jetzt soll meine Schulter dem Delfin zugucken, wenn wir Rücken an Rücken liegen. Das ist romantisch, nicht? Ich mache das nur für meine Carmen. All right, so you ready, man? Bist du bereit? Ready to start? Okay. Anton, du kannst auch mitkommen. The work is beginning. Yes, yes, yes. Zunächst wird die Schablone auf die Haut übertragen. Lehrling Anton wirkt noch skeptisch. Das sieht doch gut aus, oder? Hallo. Yeah. Anton, was hast du? Sieht gut aus? Ja, das sieht sauber aus. Okay. It's good? Are you ready? Bist du bereit? Okay. Dann beginnt für Tamer eine zweistündige Tattoo-Sitzung. Auf der viel zu kleinen Liege, da wo die meisten mit schmerzverzerrtem Gesicht sitzen, liegt der Knochenbrecher ganz entspannt und nutzt die Gelegenheit, seinen Jetlag auszukurieren. Helfen kann er ja sowieso nicht. Daher spricht nichts gegen ein kleines Schläfchen. Zwischendurch mache ich ein Nickerchen. Muss die Zeit ausnutzen. Langsam nimmt das Auge des Pferdes Form an. Sogar Anton ist sichtlich beeindruckt.
Ich finde, das sieht toll aus. Hat er wie auf dem Bild gemacht. Richtiges Kunstwerk. Unvorstellbar in der Haut, ne? Ich weiß, guck mal. Guck sie an. Wonderful. Eingepennt hier. Let me get you a mirror. Ich hol dir schnell einen Spiegel. You like it? Gefällt's dir? Super. Super. Yeah, I totally get it, because I've been doing the It's the first horse I. Das ist das erste Pferdeauge, das ich gemacht habe. Ich habe schon viele Menschenaugen und so ein Zeug gemacht, aber kein Pferdeauge. Auch Anton hat sich entschieden, nicht ohne Tattoo nach Hause zu fahren. Er entscheidet sich für 4 Asse auf der Wade. Naja, immer noch besser als ein Toaster oder ein Kühlschrank. Das zwickt halt so, also wehtun, das jetzt nicht direkt, das du merkst halt die Stiche, wenn er auf so einer Stelle ist, da denkst du, da schneidet ihr drin rum oder was. Tammes drittes Auge wirkt bereits als wahrer Frauenmagnet. Awesome, is it a horse? I don't have any eyes right now, but other things. Flowers, yeah, faces. Oh, stuff. Yeah, but it's such a thing. But me, business interesseert. Samurai? Geisha. Oder Geisha? Yes. Oh, die hat Tage. Bis hier, alles voll? Yeah, one day. It goes up here. Oh. I have about 6 to 8 sessions left on this leg. And then I gotta finish everything else. So I have to do a full sleeve and all this, my back. So. When did you start this? Like 3.5 years ago? I started alleine da hat eine Baustelle von einem Jahr, ne? Auf der Baustelle von Anton ist derweil schon richtfest. You're hurting him. Auch wenn es ganz schön wehtut. Guck's dir an. Thank you. Yeah, no problem, man. Very good. I'm glad you like it. Schön, dass es dir gefällt. Man darf dich ca. 45 Tage nicht mehr waschen. Man soll in der Sonne gehen, dass da Luft dran kommt, weil man es sonst nicht aushält. Das wird nicht einfach werden für Carmen. Aber dafür kann ich jetzt hinten gucken. In diesem Sinne, ne?